Freunde, yeah, dann natürlich, da seid ihr wieder zu Mario Party 1, oh yeah. Und ja, ihr fragt euch, wie Mario Party 1, aber war doch schon abgeschlossen. Und ja, das wird natürlich sofort geändert, sobald ich denn abgeloadet habe und so. Ja, natürlich, es geht weiter. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, die neuen Maps zu zocken und passt mal auf, Freunde. Ihr denkt jetzt, naja, da braucht man 100 Sterne für, habe ich nicht gemacht. Nee, was ganz anderes, im Shop, da habe ich was gesehen, da kann man nämlich die Map jetzt kaufen. Da muss ich erstmal ran hier, ja, genau, kaufen. Und Freunde, da kann man für 980 Münzen den Magmaberg als Map kaufen. Finde ich sehr geil und ja, ne, dazu habe ich ja meinen komischen Münz-Tricky-Trick immer gemacht, damit ich irgendwann mal hier was kaufen kann, ne? Leute, das ist nichts mehr vor, ich versuche es später noch einmal. Ja, natürlich. Ja, wieder nichts mehr auf Lager. Schlecht versorgt. Ja, Freunde, und damit würde ich sagen, da geht die nächste Map doch gleich los, wa? Natürlich nicht die Spielregeln lesen. Wir wollen das Abenteuer beginnen, und zwar die nächste Map, Freunde. Und ich hoffe ja, dass ich denn die letzte Map auch gleich irgendwie da hinterher kriege. Da gucke ich aber diesmal gleich, weil ich habe jetzt wirklich mal ausgehend geguckt, gibt es denn was Neues im Shop und habe dabei diese Karte gefunden. Und das finde ich aber noch extrem geil, muss ich sagen. Freue ich mich drauf, denn jetzt kann ich weiter Mario Party 1 machen, damit Mario Party 2 denn wirklich einfach kommt, wenn ich denn Mario Party 1 denn fertig habe, ne? Und dann würde ich sagen, immer wieder Luigi, Yoshi und auch mal wieder Peach mal. Na klar, die gehört ja so zu Bowsers finsternes Kategorie. Und ich nehme wieder alle PCs auf schwer. Na, da wird es nämlich nochmal richtig actionreich, Freunde. Und da ist sie, Bowsers Magmaberg. Erteilt dem widerspenstigen Bowser eine Election. Na, dann machen wir das mal, Freunde. Let's go. Wie viele Runden soll gespielt werden? Natürlich 20. Ich glaube, zur letzten Map, zur richtig letzten Map. Das ist ja die vorletzte, wenn du so willst. Wenn ihr so wollt, warum rede ich in der Einzahl? Ja, die Auswahl ist so richtig, Freunde. Dann glaube ich, werde ich auch einmal mit 35 Rounds zocken und dann nochmal Parts auf 20 Minuten hochschrauben, dass das nicht ganz so ewig dauert, ey. Ich habe ja in einem Bulletin geschrieben, ja, ich will zu Neujahrs anfangen, denn meine neue Let's Play-Reihe starten lassen. Da wird eine Menge coole Sachen auf euch zukommen und da freue ich mich schon übermäßig episch drauf und so. Das wird richtig cool. Aber erstmal habe ich jetzt eine Map, die, Da habe ich nicht mehr so viele Erinnerungen dran, weil ich die auch selten gespielt habe, weil die habe ich ein bisschen ätzend in Erinnerung. Ich weiß allerdings jetzt auch nicht mehr. Oh, wartet mal, Freunde. Seht ihr die Statue da hinten, wo nach rechts der Stern zeigt und links Bowser? Ich glaube, das war das. Na, Freunde, werdet ihr sehen. Bowser wartet euch im Vulkan, Mann. Dass eure Abenteuer nicht sabotieren könnte, fordert euch zum Kampf heraus. Ja. Bowser sitzt auf dem Gipfel des Vulkans. Wer auch immer ihn besiegen kann, ist ein legendärer Superheld. Na, sind wir nicht alle Superhelden? Doch Vorsicht! Ja, Mann, Freunde, ich will euch nicht so viel spoilern jetzt hier. Habt jetzt nichts gelesen. Und macht jetzt nicht bei YouTube Pause, um es extra zu lesen, Freunde. Och, nö. Ich will nicht letzter sein. Na, wenigstens später. Das ist gut. Das ist richtig gut. Yoshi the First. Mario the Second. Und Peach the Third. Und, naja, Mann, seid doch mal schneller hier. Was dauert das denn so lange? Ich will die Map im Level zocken, Freunde. Mario Party, yay! Und ching, 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 Startkapital kann man hier sehr gut gebrauchen, weil, also ich weiß noch, wenn man hier auf ein Fragezeichenfeld geht, Freunde, und das ist der Stern übrigens immer so nebenbei, dann werden alle blauen Maps zu roten verändern, das heißt, für die nächsten paar Runden verliert man die ganze Zeit immer nur Geld und kann sich schwer über Wasser halten. Und die Freunde ist immer wieder überepisch, Freunde. Er geht nach links, weil nach rechts müsste er bezahlen und er muss, glaube ich, ja, jetzt, ja, langsam hast du wieder geklickt. Man muss bezahlen. Man muss tatsächlich bezahlen. Und es gibt tatsächlich die Chance, dass man nicht schafft, über die Brücke zu kommen, Freunde. Wartet, ich wechsle kurz den Block und demonstriere ich das einmal, indem ich ganz kurz Safe State mache. Was wäre überhaupt besser? Das. Ja. Also, ich muss sowieso hier rechts rum und dann da lang, Freunde. Nee, ich mach's mal noch nicht, Freunde. Aber ich will es euch mal demonstrieren. Ganz einfach. Damit ihr wisst, was euch jetzt erwartet hier. Versuchen, nicht versuchen. Alleine der Versuch kostet schon 10 Rubine. Ich probiere es jetzt einfach mal, nur statistisch halber. Und wenn ich nicht das Richtige würfle... Ha, ein Stern, Freunde. Dann könnte ich weitergehen. Das mache ich jetzt aber natürlich nicht. Also, dafür hatte ich einfach noch nicht genug Geld. Obwohl, ja doch, blaues Feld ist in Ordnung. Kann man machen. Ey, das könnte so richtig... keine Ahnung, sondern einfach nur so eine... richtig schöne Deathmucke sein irgendwie, oder? Ich meine, wenn man sich das so anhört, dann kriegt man erst grauen. Oder wie so ein Soundtrack aus Scream oder so. Okay, Freunde, gleich das erste Minispiel. Vielleicht kriegen wir mal wieder was Besonderes. Kipple-Rahmen. Naja, okay. Es gibt Besseres. Zum Beispiel Reise nach Toad City. Ja, wer wollte nicht schon mal in eine tote Stadt gehen? Also, das ist so jeder Traum, oder? Da, 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 da.
wieder, oh yeah, ich freue mich so, endlich wieder Mario Party, uhuhu. Weil ich hätte auch Mario Party 2 jetzt zocken können, aber ich dachte, naja, nee, machst erst Mario Party 1 fertig. Und da habe ich natürlich diese geile Möglichkeit gefunden, die es mir tatsächlich erlaubt, Mario Party 1 abzuschließen und nicht mehr so lange auf Mario Party 2 warten zu müssen. Scheiße, ich verkacke voll gerade, kann ich gerade. Mario, Mann, streng dich an. Oh Mann, jetzt hast du das ausgelassen, du Bengel. Ja, du bist doch strohdumm. Komm, hoch, zieh, Mann. Oh Mann, das ist doch voll scheiße. Gehst du endlich weg, du komisches Feld? Nein, doch. So, jetzt aber hier. Zack. Nein, verdammt, ich war's nicht. Und? Yoshi. Ach man, du Pelp. Scheiße. Okay, Freunde, jetzt wisst ihr, warum ich meine 10 Münzen nicht geopfert habe, weil mit Hard-PCs kann man sich nicht darauf verlassen, dass ich schnell genug wieder Geld kriege. Naja, das wird nur very knapp hier. Also, das ist so eine schwere Map. Also, hier bin ich auch sehr vom Glück abhängig. Da hätte ich an seiner Stelle auch immer. Wer will schon da hoch, wenn man eigentlich mal hier so Richtung Stern laufen kann, Freunde. Aber ich muss ihm hinterher bleiben und versuchen, ihn überzuholen. Nicht nur in den Feldern, sondern auch im Geld. Aber ich bleib eigentlich ganz gut dran. Aber scheiße, ich krieg ein rotes Feld. Oh, fies. Fail. Scheiße. Das ist unpraktisch. Also, das ist richtig unpraktisch. Mal gucken, wo geht Peach lang? Ja, die versucht's nicht. Die läuft weiter geradeaus. Hier werde ich ab und zu mal so eine Diebstimme reinhauen, Freunde, weil die passt hier gerade so in diese Mucke so richtig schön rein, Freunde. Belastet zwar die Tonbänder ohne Ende, aber Unkraut vergeht doch nicht, Freunde. Das heißt, ihr werdet mich auch nicht los. Oh, kacke, ich bin rot. Dann gib mir wenigstens eine blumige Münzdusche oder sowas. Oh ja, blumige Münzdusche wäre geil. Jackpot, Freunde. Na, und diesmal habe ich sogar ausnahmsweise mal auf die Uhr geguckt, Freunde. Das heißt, ich weiß, wann ich den Part beenden muss. Blumige Münzdusche, Freunde, let's go! Sammel, collecting, let's collect Münzen für diesen Part, Freunde. Ja, klar. Och nee, ey, wer bohrt denn um die Uhrzeit? Na, okay, ist ja 17 Uhr, aber. Aber trotzdem! Ja, und ich meine, 17 Uhr, das ist an dem Tag wahrscheinlich, wo ich es hochlade. Je nachdem, weil. Also, Freunde, ich verrate mal jetzt eine Kleinigkeit, ja. Ich mag es ungern, also ich könnte jetzt mal einfach so zwei, drei Parts hintereinander auch mal rauskloppen, aber das finde ich auch einfach scheiße irgendwie. Das heißt, ich mache das immer gerne, wenn der Part, den ich hochgeladen habe, dann so die um die 50 Aufrufe hat, weil dann kann man dann die Konzentration der Leute schon auf den nächsten Part lenken, weil, naja, ist auch mal kacke, nur so jeden, alle zwei Tage einen Part hochladen, ist schon doof irgendwie. Und verdammt, ich verliere gerade Münzen, weil ich quatsche! Ihr kriegt kein Geld von mir! Alles meins! Ching, ching! Ja, also, da warte ich mal gern drauf, weil dann hat jeder Part seine Aufmerksamkeit bekommen und weil so ein Part ist immer nicht wenig Arbeit mit Rendern und Hochladen und so und ja, da kann man, oh, 37 Münzen, Freunde, that is badass, Alter. Und da hat mir ins eiskalt den Platz im ersten geholt. Also nicht im ersten TV jetzt hier, sondern den ersten Platz bei Mario Party 1 halt, ne? So, Yoshi ist aber auch schon, würde ich sagen, jetzt nicht mehr so weit entfernt, Freunde. Und mir fallen immer mehr Insider ein. Ja, Buhu ist auch nur möglich, wenn man den Stern würfelt. Sollte man das nicht tun, landet man bei Bowser. Das heißt, very positive oder very negative? Ja, ist das fies, oder? Die Map ist schon hart, Freunde. Die ist hart, so hart. Ja, hier kann man natürlich auch abkürzen, wenn man denn keinen Bock hat, da hochzugehen. Aber auch da ist wieder nur eine Möglichkeit gegeben, keine Garantie. Also, Freunde, seid gespannt. Hier geht's richtig ab noch. Wartet ab. Ist ja jetzt natürlich wieder mal erstmal Einleitung. Die ist immer ein bisschen, naja, einleiterig halt, ne? Nein, ich hab nicht Eileiter gesagt. Also, weh, jemand grinst doof. Oh, gestrandet wäre cool. Boah, Freunde, hier gibt's übelst viel Geld-Minigames gerade. Aber das kann man gut gebrauchen, weil hier ist so ein Finanzgeldpolster nicht schlecht. Weil Bowser will immer Geld, die ganzen extra Wege wollen Geld und selbst wenn es nur ein Versuch ist, ne? Ah, leicht, mittel, schwer. Naja, auswerfen jedenfalls. Ich schieb mal meine Tastatur ein bisschen wieder rein. Ich hab so ein Unterschiebebrett. Und das ist manchmal ein bisschen im Weg, gerade wenn man jetzt hier irgendwie vorhat, ein bisschen den Joystick zu überdrehen. Ich hätte gerne eine Kiste, Mann. Tschö! Ja, greif! Ja, Freunde, ching, ching! Und damit habe ich eigentlich schon mein Pensum für normale Minigames. Okay, jetzt warte ich. Nein! Was, wo schmeißt du denn hin? Oh, jetzt kommt die Kiste und ich hab sie nicht gemacht. Verdammt! Mann, Freunde, warum zieht denn der hier nicht ein? Ach, da hinten ist eine Big Kiste, Freunde. Ja! Mann, viel zu früh, scheiße. Na, zieh, Mario! Kommt da noch eine Kiste? Ah, nee, scheiße.
Was greife ich denn? Auf der zweiten Stufe ist eine Kiste, Freunde. Ja, greif, Mann! Ja! 20 Münzen, Jackpot! Wuhu! Mann, dreh doch mal schneller, Mario! Dauert viel zu lange, Freunde. Und jetzt greife ich, was da hinten auch immer kommt. Und zapp! Und... ja, gerade so mit einem recht kleinen Finger erwischt. Einziehen, Mario! Los, schneller! Ey, 5 Münzen, Freunde, die jetzt noch schnell eincheckern. Einen geschenkten Gaul guck ich doch ins Maul. Oh, mein armer Joystick. Naja, der hält einige durch hier. Ja, Freunde, schön. 25 Münzen. Ich weiß nicht, was die anderen haben. Darauf fahre ich nicht so. Oh, Yoshi hat nix. Luigi hat sich 14 Münzen geholt und holt sich den zweiten Platz, Freunde. Oh, ich habe schon 75 Münzen, aber gerade so im Augenwinkel gesehen. Das ist ja very geil und so. Nein, 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 kein Stern, kein Stern, kein Stern, kein Stern. Reicht es? Ich weiß nicht. Oh, Freunde, ein Feld zu wenig. Ist das gemein. Ich habe aber auch ein Glück, ey. Und jetzt eine hohe Zahl, Mann. Oh, na höher geht's ja gar nicht mehr, wa? Tuff, 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 Freunde. Ja, ihr kann das Geräusch auch. Ah, schön, Freunde. Der erste Stern ist mein. Cool. Jetzt schon cool. Ja, okay, Freunde. Mario freut sich gerade ein bisschen mehr als ich. Naja. Hey, Mann, dem ist ein programmiertes Dingen halt. Naja, eingebaut. Ihr wisst schon. Oh nee, jetzt kommen wir über Chancenfelder, Freunde. Ach nee, ja stimmt, das war ja hier wieder so. Oh, ganz am Anfang zurück, Freunde. Da sind sie alle schon vorbei, ist das gemein. Da könnte ich ja Glück haben, wenn ich jetzt rechtzeitig rum bin. Denn wäre das very positive wieder, ne? Aber ich habe jetzt auch bis jetzt ziemlich viel Würfelglück, muss ich ehrlich sagen. Na, versuchst du es diesmal? Ja, diesmal versuchst du es, Freunde. 10 Münzen für den Versuch. Ob du hoch darfst oder vielleicht auch nicht. Wir werden sehen, Freunde. Ich weiß auch nicht, ob man das beeinflussen kann, wenn man genau hinguckt. Nee, es sah so aus, als ob sie einen Stern kriegen würde, aber sie kriegt Bowser. Fail. Das heißt, sie hat 10 Münzen umsonst bezahlt, aber sie kann ja vielleicht nochmal würfeln. Ja, kann sie. Hat sie aber Schwein gehabt. Yeah! Peach die Sonne, oder was sie immer sagt, ne? Boah, ich dachte schon, sie läuft auf dem Fahrzeug nicht weiter. Das wäre der jetzt gewesen. So, Luigi, lauf, Mann! Oh, er kriegt einen Plusblock. Oh, und zackt richtig ab. Also, an seiner Stelle hätte ich das auch versucht. Da kann er nämlich extrem viel Weg sparen und mir eventuell den Weg abschneiden, Freunde. Mal sehen, vielleicht schafft das, vielleicht aber auch nicht. Und? Jo, er hat den Stern, Freunde. Jaha! Oder Luigi. Das ist halt ein Spacken. Ey, wisst ihr, Freunde, ich muss mir unbedingt einen Grabber kaufen. Ich habe so Bock auf Grabber-Let's Plays. Ich sehe immer bei anderen Let's Playern, die einfach mehr finanzielle Mittel haben, so geil mal Grabber-Let's Plays. Und oh, ich würde das auch so gerne machen. So Pokémon Kolosseum oder wie Luigi's Mansion. Und oh, er hat Pech, er geht zu Bowser. That's very negative. Ja, Freunde, aber okay, ich glaube, das ist unvermeidbar. Man kann sich wirklich hier nicht aussuchen, also hier warten und so, das funktioniert, glaube ich, nicht. Das ist just for the Zufall, egal wie lange man wartet. Müsste ich eigentlich mal ein Experiment machen, Freunde, oder? So mit Safe State, ihr wisst schon. Ich bin ja mal neugierig bei Mechanismen in Spielen, wie die so ausgelost werden. Ist das Zufall? Ist das am Anfang der Runde bestimmt? Das weiß man ja mal halt nicht so genau. Und wir haben Luigi na Piranha-Verfolgung, Freunde, und ich muss jetzt hier mit den Typis hier in auf Stampfattacke machen. Na, ich würde sagen, Freunde, einfach ein bisschen AZ durchsmashen, wa? AZ, AZ, AZ und immer hohe Stampfattacken machen, Freunde. Oder war das kleine? Was war bei uns? Oh, Freunde, ist ganz schwer mit dem Z-Button hier mal eine Stampfattacke auszuführen. Und jetzt Wasser! Verdammt, Freunde. Hol doch mal Luigi ein hier! Ich glaube, da muss man nur ein richtiges Zusammenspiel haben, weil die Wolke, die bewegt sich immer. Ich beobachte das gerade mal ein bisschen genauer. Und theoretisch kann man die mit dem Regen mal ein bisschen beschleunigen, wenn sie denn an der richtigen Stelle ist. Natürlich nicht, wenn wir alle dieselbe Stampfattacke machen, ne? Bei uns. Scheiße. Okay, Freunde, er hat es geschafft und zockt uns richtig Münzen ab. Das ist fies. Aber er muss ja bei Bowser lang, also wird er doch gleichzeitig wieder abbezahlen da oben, Freunde. Weil ich weiß nicht mehr, was da oben passiert.
Ich weiß es echt nicht mehr. Aber ich habe ein ganz komisches Gefühl in der Magengegend. Und da ist mein Bauchgefühl nicht ziemlich verlässlich, muss ich sagen. Oh, Yoshi rennt los. Er versucht wieder das, was er gegen mich vorhin um ein Feld verloren hat, aufzuholen. So, ich bin ja gespannt, ob ich zu Buhu darf oder ob ich oben zur Kasse gebeten werde. That's the question und so, ne? Also, kürzerer Weg ist es nicht. Jetzt sind beide 6 Felder. Okay, da oben ist mehr rot. Okay, Freunde, also auf jeden Fall werde ich mit 10 Münzen versuchen. Kacke natürlich, wenn man gar keine 10 Münzen hat, dann ist man hier oben richtig am Arsch, Freunde. Also immer Kohle dabei haben. Achso, hier muss ich sogar. Ah, das ist ja krass. Ich hätte gern den Stern. Ja, Freunde, oh, das war knapp. Das sah schon fast verfehlt aus, Freunde. Puh, Schwitz. Ach, schön, ich bin gerettet damit. Luigi wird da oben reinlaufen, ob er nur will oder nicht. Kannst du nicht ändern. Es sei denn, du hast einen Warp-Block. Oh, das kann ich mir auch richtig fies vorstellen, Freunde. Stell dir vor, du bist irgendwo in der sicheren Seite, kurz vorm Stern, und der holt sich einen Warp-Block und warpt dich zu Bowser und sich zum Stern. So, jetzt werde ich herausfinden, weil ich habe irgendwie das Gefühl, Freunde. Ich werde jetzt gucken, ob es mich täuscht. Oh ja, genau. Ich habe es gerade ganz kurz gelesen. Er hat keine Sterne, deswegen nimmt er ihm 20 Münzen. Das heißt, dass es hier, glaube ich, auch eine Würfelmöglichkeit gibt, die einem sagt, entweder du verlierst Geld oder einen Stern, Freunde. Das heißt, er kann einem hier richtig fies Sterne abzocken. Das heißt, dass hier oben zur Spitze hin ziemlich miese Sachen auf einen warten können. Oh Mann, Luigi ist jetzt schon ziemlich weit vorne, muss ich sagen. Das ist ja natürlich... Naja, das wird nicht funktionieren. Egal, Reise nach Toad City, Freunde. Vorhin habe ich es gerade noch gesagt. Aber das mache ich erst im nächsten Part, Freunde, weil der Part ist jetzt hier vorbei. Ja, ich habe auf die Uhr geguckt und ich glaube, ich habe schon wieder sogar ein, zwei Sekündchen drüber, Freunde. Also ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Macht es gut und dann lauschen wir ein bisschen Stuhltanzmusik. Ne? Also bis dann, Freunde. Ciao.